Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego Star Wars 3 mit Clone Wars. Und ich bin immer noch dabei und er ist immer noch dabei und wir sind Ahsoka und Anakin. Und immer noch dabei. Und in der Basis. Wir haben nach zwei Parts haben wir 48 Minuten schon. Scheiße, wir haben der letzte Part war irgendwie ein bisschen lang, habe ich so das Gefühl. Ja, das sind halt richtige Missionen. Ja, das ist immer blöd, eine Mission abzubringen. Ja, abzubrechen gar nicht, das kommt ja gar nicht in die Tüte, ne? Achso. Was? Jetzt kann man hier Charaktere, kann man da... Kann man, was? Da kann man die Charaktere... Achso, da kann man nur auswählen. Wieso kann ich nichts? Ich bin nicht etwa gar nicht dabei, oder wie? Nö. So, was haben wir letztes Mal gemacht? Letztes Mal haben wir General Grievous da oben ausgeschaltet. Genau, jetzt müssen wir... Ah ne, es gibt drei Story... Genau, drei Story-Stränge. Und wir gehen jetzt zu Christophsis. Christophsis. Zu Ventress gehen wir. Der unsichtbare Feind. Das ist aber cool. Story. Oh. Asajj Ventress, Kapitel 1, der unsichtbare Feind. Du machst weit Hintergrundmusik. Die schöne Welt Christophsis wird von einer Armee von Separatisten-Druiden belagert. In der Hoffnung, Leben zu retten und weitere Zerstörung verhindern zu können, haben die Jedi Generäle Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker einen gewagten Plan geschmiedet, der das Blatt zu ihren Gunsten wenden soll. Mit einer kleinen Abteilung von Klonkriegern bereiten die Jedi ihren Unterhalt vor. Ich habe Unterhalt gesagt. Unterhalt, ja. Unterhaltszahlung. Aus wie Frankfurt. Das Bankenviertel und so. Cody. Ja. Ach, das ist Christophs, im Film ist das auch. Wenn du dich noch an den Film erinnern kannst. An den Lego-Film wollte ich schon sagen, an den Clone Wars Film. Ja, ich kann mich schon an den Film erinnern, ich hab den ja auch auf DVD, aber ich frag mich, aber jetzt, der sagt mir trotzdem jetzt nichts. Der Planet, das ist dieser blaue Planet da. Da, wo gekämpft wird, so ganz böse. Oh. Okay. Achso, da kann man diese Dinger hoch und runter fahren. Na, welche super. Dinger denn? Yay! Nee, du nicht. Computersignal. Kommst du auch runter, oder magst du nicht? Ich weiß nicht wie, ich will jetzt hier nicht unbedingt sterben, ne? Ah. Du kannst einfach rüberfahren zum Beispiel. Weil ich komme da nicht durch, du musst X drücken. Du musst uns da was aufschneiden. Oh ja. Ja, einfach die ganze Fassade weghauen. So geht das natürlich auch. Das ist die feine jedische Art. Was sind das hier? Ach, die Bildschirme muss man zerstören. Wir müssen eigentlich nochmal hochgehen. Ja, kannst ja versuchen nochmal hochzukommen. Oh, könnte sogar gehen, oder? Nein, da, hoch. Auch. Hoch. Nee, da kommst du nicht immer hoch. Dann schaffen wir es eben nicht. Haben wir schon wieder ein Minikit verpasst, ja. So schade aber auch. Ungeheuerlich, was wir hier heute wieder abliefern. Eine miserable Leistung einfach. So geht das nicht weiter. Die Druiden nerven nicht. In der Arena von Geonosis fand es aber noch ziemlich cool, die Druiden. Da haben sie ja noch nicht genervt. Ist aber auch cool, dass es hier drei Story-Stränge gibt. Oder die aufgeteilt wird. Ja, ich meine, es ist auch hier weg. Weil dadurch kann man nur noch die Weltbewegendes, aber es ist ganz nett gemacht. Dass man wenigstens das Gefühl hat, entscheiden zu können. Ja, aber es ist eigentlich in Herr der Ringe auch so gewesen. Ja, gut, da konntest du auch entscheiden, welchen Story-Strang du weiter verfolgst. Ich meine, letztlich musstest du eh alle machen, aber du konntest halt auswählen, in welcher Reihe. Ja, Herr der Ringe war es aber auch so. Ja, konntest du ja auch wählen, welche Mission man als nächstes macht. Ob du mit den Hobbits weitergehen willst. Ja, habe ich ja gerade gesagt, nee. Achso. Habt ihr schon wieder nicht zugehört? Tut mir leid. Alter, das wären mir schon wieder zu viele hier. Viel zu viele. Eigentlich ist es sinnlos, wenn wir die Bildschirme aktivieren, weil wir den letzten eh nicht mehr kriegen können. Alter, das ist eine dicke Strahlenkanone. Nein, und du kriegst sie natürlich wieder. Jetzt mach was Sinnvolles und mach wenigstens die Gegner. Gut. Oh, das Ding haut rein. Keine Frage. Ja, so geht's eigentlich auch. Du machst die Dinger kaputt und ich hol die Punkte. Ey, nicht mich kaputt machen. Ich glaube, du hast irgendwas verwechselt. Habe ich das? Eindeutig. Glasklar. Offensichtlich. Wieso kann ich das nicht
Da ist, wird mir Nacht Macht angezeigt, aber ich kann nicht wirklich machten, ja. Siehst mal, vielleicht kannst du runterziehen oder so. Ah. Damit nicht noch mehr rauskommen, ha? Du verstehst? Und hier hackt es irgendwie ein bisschen. Mussten wir das auf der anderen Seite auch machen? Also ich kann auch gerade durchschießen. Naja, auf der anderen Seite. Doch, auf der anderen Seite ging das auch. Soll ich es mal machen? Ja, guck mal her. Kann ja nicht schaden, sonst wären es immer mehr und mehr. Und mehr und weniger. Und manchmal wären es sogar mehr, habe ich gehört. Immer mehr und mehr und mehr. Tschüss. Du kommst nicht so lange. Ja, jetzt kommst du wirklich nicht mehr rein, das ist richtig. Hast du den Strom da abgezogen? Das war, glaube ich, für diese Maschine, oder? Die Stromversorgung. Nee, für das Tor. Für das eine Tor. Das schwarze Tor. Nee, es war für die... Ich glaube, wir müssen das Ding da oben noch zerschießen, oder? Nee, das kann man da aber irgendwie nicht anvisieren, da oben. Oder müssen wir hier durch? Nee, das können wir auch nicht. Hast du die Maschine da angesteckt oder hast du es da rausgezogen? Warte mal. Hier ist irgendwas. Sag ich ja, hast du es da? Dann müssen wir das woanders rein tun. Ah nee, wir müssen die Maschine da reinhauen. Ah, verstehe. Warte noch. Alles ergibt auf einmal Sinn. Ich wurde schon wieder von irgendwas umgebracht. Irgendwas heißt Druide. Kampfdruider. Nee, das sind keine Kampfdruiden. Wie heißen die eigentlich, die Kleinen? Ja doch, Druiden. Druiden halt. Hey, sie haben sogar mal die anderen Druiden hier, diese Kommandodruiden. Die sogar ohne Kopf weiter kämpfen. Hey, hörst du auf? Du hast doch gesagt, sie kämpfen ohne Kopf weiter. Warum sollten sie... Ja, er holt sich seinen Kopf wieder zurück, der Arsch. Muss doch schnell sein. So, jetzt habe ich seinen Kopf aber weggehauen. Haha, kriegst du nie mehr deinen Kopf. Ich könnte ja nicht die ganze Zeit stehen und nur Druiden schnetzeln. Ah ne, du kannst den Kopf aufsetzen von ihm, jetzt verstehe ich. Nein, gehst du weg. Vielleicht kann er dann seine Druiden nicht mehr... Wow, das werden ja immer mehr. Ja, Massenschlacht, ne? Ah, bräuchten wir irgendeine dicke Waffe, damit wir die alle zerlegen können. Achso, wir haben in der Mitte sogar sowas wie eine Waffe. Guck mal, du machst so diesen Stampfangriff. Nein, nein. Boah, jetzt können wir mit dem Lichtschild aber richtig viele umhauen. Ja, den kannst du nicht umbringen, den kannst du nur den Kopf weghauen. Und dann seinen Kopf aufsetzen. Und dann hat er ihn wieder. Das funktioniert leider nicht, das habe ich auch schon alles probiert, um ihn irgendwie auseinanderzunehmen, aber... Wow, nicht... Alter, das sind zu viele Gegner, viel zu viele Gegner. Ah. Was müssen wir machen? Jetzt habe ich seinen Kopf weggeschmissen. Ah, nee, hochfliegen wollte ich gar nicht. Da kann man irgendwas verbiegen. Okay, das ist aber auch nicht das, was wir machen müssen. Wir müssen diese Geschütze, glaube ich, irgendwie ausschalten. Kann das sein? Klingt das nicht realistisch? Ha, nur wie schaltet man die Geschütze aus? Läuft es bei dir da irgendwie besser beim Geschütze ausschalten? Nee. Momentan noch genauso planlos wie ich. Oh, die kann man voll kaputt machen, auch noch diese Stationen hier. Nicht mit mir. Freundchen, das ist jetzt mein Helm. Okay, ich mache jetzt zwar alles kaputt, aber das ist irgendwie alles noch nicht so... Nicht so das Wahre, das mir erklärt, wo ich weiter hin muss. Ich mache jetzt hier irgendwie diese Antenne, da kann man irgendwas Schönes machen. Kopfgelder wie Cat Bane können diese Armatur benutzen. Ich bin aber nicht Cat Bane und auch kein Kopfgeldjäger. Nicht. Cat Bane ist aber cool, finde ich. Ich mag den Kerl. Der ist so sympathisch, unsympathisch. Du verstehst, was ich meine. Ich glaube, da kann man das Lichtschwert nochmal reinwerfen. Was brauchen wir hier? Ach, da brauchen wir den Kopfgeldjäger. Verstehe, verstehe. Jetzt haben wir diese blöden Geschütze da drüben, aber immer noch nicht ausgeschaltet. Wir haben keinen Kopfgeldjäger. Ah, vielleicht können wir uns diese Mütze von dem aufsetzen von Separatisten. Ja, ich hab's versucht, aber hat irgendwie nicht geklappt. Nicht? Also ich probier's nochmal. Ich das wollte. Nein, 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 ich will die haben. Hörst du auf. Alter, woher weiß der, wo ich so genau, wo ich bin? Sensor, ne? Würde ich mal sagen. Ich glaub's auch. Nee, das hilft nicht. Da müssen wir schon noch was Besseres ausdenken. Schade, da kann man auch nicht die Tür zumachen, das werden ja immer mehr.
Alter, Massenschlachten, da findet man sich selber fast nicht mehr. Aber immerhin, es ist richtig cool. Oh, hier ist ein Kopf. Irgendwie müssen wir dieses Schiff da... Und wo sind diese Armaturen, die der eine da... Wow, der hat's geklaut. Die waren da auf der linken Seite, aber... Das bringt uns alles nichts, befürchte ich. Befürchte ich fast. Okay, das kann ich zwar kaputt machen, aber das bringt mir nichts. Ah, nicht da so. Ist der Helm. Oh, du kleine Pissnack, ey. Bringt alles nichts. Aber wir schaffen das schon. Ey, ja, klar. Wenn wir nur wissen, was wir bei diesem Geschütz machen müssen, dann müssten wir schon was wir machen müssen. Oh, der hat's mir. Dann würde es schon besser aussehen. Hm? Hier brauchen wir den Kopf. Warte mal, versuch du mal die Mütze nochmal zu nehmen und komm dann hier nach. Ich hab's versucht, es hat nicht geklappt. Glaube mir doch, ich habe es probiert. Hier ist ein Knopf, ein roter. Den habe ich auch schon gedrückt. Ah, dann geht irgendwie die Schranke zu. Ja, da kommen immerhin keine neuen mehr raus. Also ich glaube, da muss einer von uns eben immer drauf stehen bleiben. Ja, aber auf der anderen Seite können sie ja noch... Nee, man muss nur einmal drauf gehen, dann bleibt er gedrückt. Nee, ich war nämlich vorhin schon mal drauf. Echt? Wieder. Na gut, ich gehe mal auf den auf der anderen Seite auch noch. Vielleicht, wenn beide zu sind, hilft das. Dass wir mal ein bisschen Ruhe haben. Aber, in der Mitte können wir es zusammenbauen. Irgend so ein Gewehr oder sowas. Jetzt sehe ich es erst. Ich verstehe. So. Okay, warte mal. Ja, du kriegst natürlich wieder das Geschütz. Das war ja klar. War ein schneller. Ich glaube, du musst diese da an der Seite, die ausschalten. Die beiden Geschütze. Ja, unter anderem. Nein, ich will auch was Sinnvolles machen. Kannst du eben schnetzeln. So, das Ding ist nicht abgeschossen worden, oder doch? Nein, wieso sind da keine Fahrer drin, Piloten drin, Autopilot oder was? Nee, die sind eben geschützt, ne? Vermut mal, da brauchen wir einen Klonkrieger. Klonkrieger. Ich will den Klonkrieger. Nein, du bist kein Klonkrieger. Da ist ein Klonkrieger. Oh Mann, ja, bei diesen Massenschlachten sieht man überhaupt nicht mehr, wo man ist am Ende. Zwei dumme gleicher Gedanke oder so. Oh, wo ist denn das? Wo hat er sich denn versteckt? Ah, hab ihn. Ich will nur seinen blöden Kopf kriegen. So, seinen Kopf habe ich auch. Darf ich nur nicht sterben. Nein, ein Leben habe ich noch. Tja. Tschüss. Verstörend, sehr verstörend. Schon besser. Das verstört mich auf so vielen Ebenen. Ventress. Na, jetzt musst du den Planeten aber erkennen. Nee. Echt nicht? Mm-mm. Nein, nein. Hey, Ventress, lass uns mal rein. So. Was ich nehme nicht alles auseinander. Nein. Ja, wenigstens habe ich jetzt auch einen Jedi, das ist ja nur gerecht. Ah, verstehe. Das kriege ich gerade noch hin. Du kannst ja auch mal ein paar Teile suchen. Das mache ich doch gerade. Nein, das bin ich. Siehst du, das bin ich hier unten gewesen. Und das bin ich da unten gewesen. Und das bin ich jetzt... Nein, das war ich. Nein, das war ich. Ich. Glaub mir, warte, aber. Hier ist noch was. Auf einmal ist es so ruhig, nachdem nicht mal diese ganzen Droiden uns... An den zu Tode gequatscht, zu Tode gelatscht haben. Ah, schicke Häuser. Ich schätze mal, es kommt... Ah, ich hätte das gedacht. Schon lange nicht mehr gesehen, Fräuchen, ne? Mein Fräulein. Ah, hab dich umgehauen. Schlage Lichtschwert aus Ventress Hand mit Bodenangriff oder so. Na gut. Ich hab was hier. Guck mal, ich hab zwei. Ach, du hast dir das. Alter, ich will auch zwei Lichtschwerter, du Sack. Jetzt hast du es jetzt wieder geklaut. Wie hast du dir das weggenommen? Weiß nicht, es lag am Boden. Ach so, das habe ich ja weggenommen mit meinem... Ich hab's nur aufgehoben. Haha. Ja, Ventress, mit zwei Schwertern, da schaust du aber blöd. Hey. Ventress, du Sau. Nein, das fliegt immer so weit weg, das blöde Lichtschwert. Aber wenn man sie nur ein Schwert hat, kann man sie angreifen. Nee, nur wenn man zwei... Aber das haut sie einem ganz gerne auch schnell wieder aus der Hand. Aber die Kämpfe sehen auch mal cool aus, ne? Ja, es ist nicht immer die gleiche Animation, nur. Also jetzt hat man wirklich mal das Gefühl, die kämpfen. Ich räume hier noch ein bisschen Münzen ab. Du kommst da oben ja ganz gut mit Ventress klar, oder? Ihr habt da euren Spaß.
Hui. Ei, die hat Macht auf mich gemacht. Ventress ist doch eine süße, nette Hexe. Au. Well, fuck you. Hexe, Versteckse. Hey, da oben gibt's auch ein paar Sachen, die man kaputt machen kann. Komm, kümmer du dich doch mal um die, ne? Ja, aber hier gibt's noch ein paar Sachen, die man kaputt machen kann. Boah, die Frau, die nervt. Ach, du machst das schon. Oh, hier nochmal kaputt machen. Bringt zwar nichts. Hier ist... So, Ventress gemacht. Ich kann gleich 5 von 10 Ventress habe ich ausgeschaltet. Hey! Hm, jetzt haut sie ab. Na, nochmal! Einmal hat ihr nicht gelangt. Ach, jetzt muss ich auch noch Sachen auf sie werfen. Oh, Ventress. Nee, dann müssen wir ihren Sachen ausweichen und sie zurückwerfen auf sie, glaube ich. Also, nicht ausweichen, sondern zurückwerfen. Boah, komm. Da hilft es, wenn wir einen Bildschirm haben. So. Der war zwar an dich adressiert, aber ich war trotzdem so frei, ihn zurückzulenken. Ja. Boah. War es okay, oder? Stimmt. Hast du ein Problem damit? So, jetzt sind es noch dritte, alle guten Dinge sind 3. Voll gegen die Birne. Nee, wenn du zu nah dran bist, das mag sie nicht. Das hat Kanduku auch immer gemacht. Tja. Und wer ist ihr Meister? In your face. Wollte eigentlich nur das lilane Ding hier immer zerstören, aber die hat mich ja nie gelassen. Weiß ich hätte sie in Ruhe gelassen, aber... Aber nein! Ja, nicht mit mir. Oh, nee, ey. Jetzt habe ich echt geschafft, so 1 Millimeter vor ihr das Ding auf den Boden krachen zu lassen und sie nicht getroffen. Oh Mann, manchmal bin ich schon schlecht. So, und Runde 3 auch. Komm, Ventress, geh da rein. Verzieh dich, wollen dich nicht mehr sehen. Hau ab! Dann müssen wir ein bisschen schneiden gehen. Wäre cool, wenn ich von der anderen Seite kommen könnte und wir uns dann in der Mitte treffen würden mit unseren Lichtschwertern. Ja. Ah, genau, da fällt alles zusammen. Ist das jetzt Bücher oder was? Ja, das ist Harry Potter. Harry Potter und der Gaschneckere Strafe. Alter, du hast zu viele Bücher, Ventress, hier. Wieder gar nicht. Lesen tut ihr nicht gut. Nee, lesen, das schadet den Kopf, da werdet ihr ganz blöd und so. Nein, nicht glauben, was wir hier sagen. Lesen ist natürlich ganz gut. Boah, jetzt hat die wieder ihre 2 Leserfotzen, die alte Misskuh, die... Ey, wir haben fast wahre Abenteurer, Jedi. Ach man, jetzt sag ich schon Abenteurer. Ich hab zu viel Herr der Ringe gespielt. Ist ja schlimm. Schlimm sowas. 6 von 10. Ja, und? Jawoll, wahre Jedi. Wir haben es zum ersten Mal geschafft. Das erst im dritten Level. Naja. Spricht auch für uns. Für uns natürlich. Komm, Ventress. Volle Miesmuschel. Gib mal dein Lichtschwert her. Wir sind irgendwie so... Was? Ich bin mit Ventress beschäftigt. Aua. Aber wir sind wahre Jedi. Das kann uns niemand mehr nehmen. Auch du nicht. Auch du nicht, Ventress. Niemals. Aua, jetzt genommen mal dein blödes Lichtschwert her. Du brauchst... Nein. Achso, du hast es hier genommen. Ich dachte, sie hat sich wieder schon zurückerobern wollen. Danke. Wieso kann ich ihr nichts schaden? Hast du doch. Hast du einen abgezogen. Man kann ihr immer nur einen abziehen. Und jetzt, komm, zum dritten Mal. Und jetzt stirb, Ventress. Die Clone Wars Serie, Geschichte neu schreiben. Komm, stirb doch. Guck mal, ich laufe hinterher. Gruppenzwang, ich laufe auch hinterher. Wir laufen zwei Männer, eine Frau. Da hat sie gerade im Boden gehauen. Hilfe auf einmal. Ja, sind. Wieso, ne? Ist mir ein völliges Rätsel, das bringt doch nichts. Wir besiegen sie doch auch so, aber das scheint ihr nicht bewusst zu sein. Na, in sie rein sollst du es hauen. Müssen wir uns damit irgendwas zusammenbauen oder so? Wir müssen damit irgendwas zusammenbauen oder so. Eine Brücke vielleicht? Ja, an diesen lilanen Dingern hier, schau, da. Ja, ich weiß. Ja, ich war aber der Erste, der das gebaut hatte. Ja, sie muss noch eins auf uns werfen, sonst können wir nicht bauen. So. Und da haut sie auch gleich wieder ab. Tschüss. Es gibt sogar Glasscheiben, das gab es in der vorherigen Teil auch nicht. Aber wirklich jetzt nach den ersten 2 Leveln muss ich wirklich sagen, also und dem Prolog natürlich, muss ich sagen, dass Lego Herr der Ringe ein deutlicher Rückschritt war. Auch wenn die jetzt Sprachausgabe haben, aber... Ja, irgendwie war das Star Wars, hat ihm besser geglückt. Außer diese offene Welt war einfach Schrott, die hat kein Mensch gebraucht. Oh. Ja. Wow. Autsch. Hat wege tut. Na, kommt das die Viech dir bekannt vor? Nee. Hat das irgendwie kleiner in Erinnerung. So, aber nicht mit mir, Ventress. Nicht mit mir.
Nee, nee. Das ist genau das hässliche Viech, das wir auch in Star Wars The Clone Wars Republic Heroes, mittlerweile kann ich sogar aussprechen, besiegen mussten. Ich habe mein Laserschwert nach ihr geworfen, ewig lange. Ja, ich wahrscheinlich auch. Au. Ja, du lenkst ihr... Du lenkst sie ab und ich... Lass mich töten. So klappt das natürlich immer prima. Mann, wie viele Arme hat denn das blöde Viech? Müssen wir jetzt auf die Beine von dem Viech, oder was? Ah, hier. ja, da ist was. Na gut, dann tust du mal eben so... Okay. Eigentlich müssen wir das vom Haus runterhauen können, oder? Egal. Ach was, wird überbewertet. Das müssen wir beim anderen Bein machen. Einfach draufhauen. Nee, draufhauen klappt nicht. Ah, sie hat wieder... Nee, auch nicht. Nee, gerade eben war wieder das Zeichen da, dass man was hätte machen können. Echt? Okay, gut. Also müssen wir nur warten, bis wieder das Zeichen kommt. Da ist es. Ah, hier. Da ist es. Ist ja, doch ich mal. Dran. Damit du nicht alles alleine machen musst. Ach, danke schön. Sonst würdest du dich ja am Ende noch langweilen oder so. Oder ja. völlig K.O. sein. Und jetzt ganz unauffällig trinken. Wer trinkt? Ich nicht. Ich auch nicht. Der andere Joke jetzt. Jetzt komm mal, machen wir mal hier runter mit dir. Ja, nicht drauf auf das Ding, was runterfällt. Egal. Okay, das ist auch mal was Neues. Ja, was haben wir jetzt gemacht? Ich habe irgendwas kaputt gemacht. Hier machen wir alles kaputt. Ah, die Droiden. Also einfach ein bisschen draufbleiben und warten, bis ein paar Droiden kommen, weil wenn wir die töten, dann kriegen wir irgendwann was Tolles. Irgendwas Tolles, so Minikit-mäßiges, damit wir wenigstens ein Minikit in dem Level haben. Immerhin sieht man jetzt schon, was bei den Minikits rauskommt am Ende. Mehr oder weniger. Ja. Was machst du da? Wieso bin ich jetzt tot gewesen? Ah, ich schwebe hier. So. Ah, da ist das Minikit. Sehr schön. Wir müssen die Sachen auf sie zurückwerfen. Mal wieder. Und dann können wir sie bekriegen oder so. Oh ja. Ey, jetzt geht sie zu dir. Will sie mit dir spielen, ne? Wir müssen erst wieder ihren Sachen ausweichen, die sie auf uns schmeißt. Also die Häuser da sind ja ziemlich hoch, möchte ich mal anmerken. Wir können jetzt ja einfach stundenlang warten. Ja. Könnten wir machen. Können wir aber auch lassen. Ja, und wieder hoch zu ihr. Das ist cool, aber dieser Effekt, dass man da nach oben fliegt. Das ist auf jeden Fall schick gemacht. Was hat dich jetzt schon wieder erwischt? Ich habe keine Ahnung. Alter, das sind schon mehr Punkte, als wir in den Star Wars Leveln hatten. In den Lego Star Wars Leveln, in den anderen Spielen. Also 70.000 Punkte hatten wir da nie. Vor allem, das ist auf dem Ding ist so das Gemeine, da kriegst du es nicht mehr, wenn du... Nein, ich hatte sie doch schon. Aber jetzt aber. Jetzt macht Obi-Wan Schluss mit Ventress. Hoffe ich zumindest. Nein, sie überlebt doch natürlich. Die Dinger mal wieder. Nein. Jetzt eins auf sie drauf, bitte, bitte, bitte. Das hat schon gelangt. Level abgeschlossen, freies Spiel freigeschaltet. Dieselbe Musik am Ende vom Level wie bei... Commander Cody, den magst du doch so sehr. Cody. Klonkrieger. Nee, Rex ist echt cooler, also der mit dem blauen Helm. Obwohl sie ja echt... Den haben wir doch schon mal, oder? Ja, den haben wir schon beim ersten Level. Beim zweiten Level haben wir den schon gehabt. Marieli sind wir geworden. Schauen wir mal, was wir dafür kriegen. Einen goldenen Nichts. Stein, vermute ich mal. Jede Menge bunte Steine. Aber in Herr der Ringe gab es die Steine ja auch so massig, also. Massig. Aber dafür waren die Figuren auch arschteuer. Gab's sie da. Systemwechsel jetzt freigeschaltet, was auch immer uns das bringen mag, keine Ahnung. Was, wir setzen die Story schon fort? Als Anne, jetzt kommen wir wieder in unsere Ja, wir kommen wieder in unsere Hauptbasis, in unsere Schicke. Unsere, jetzt nicht anfangen hier zu stottern, ne? Ich weiß, das Spiel ist toll, aber ne, es ist jetzt... Ja, das ist, ich bin so begeistert, da fange schon an. Warte, hier, können wir irgendwas zusammenbauen. Weil wir drei goldene Steine haben. Ja, und das werden wir auch machen, allerdings... Was kann ich hier machen? Weiß ich nicht, reingehen. Ich frag besser nicht, was du da machst. Wir können in einen weiteren Bereich des Schiffs, kannst du da gehen.
Wahrscheinlich schaltet man so immer weitere Bereiche des Schiffes frei, bis man am Ende das ganze Schiff freigeschaltet hat. Ach genau, und dann hier brauche ich wieder nächste. Ja genau, bis wir dann irgendwann mal das ganze Schiff freigeschaltet haben, das ganze Schiff begehen können. Da brauchen wir 10. Und wir haben gerade mal 4. Hey, vor uns tobt sogar eine Schlacht. Aber guck mal, wie cool ich springen kann. Very nice. Na gut, und während ich da draußen noch die Schlacht bewundere, beende ich an der Stelle auch mal den Part. Schlimm wie ich bin, böse wie ich bin. Und hoffe natürlich, dass die Macht mit euch sein wird. Warte mal, irgendwas ist gerade passiert. Nix. Nein, hier, ich habe das Ding angestöpselt, aber... Vielleicht kannst du jetzt wieder nach oben fahren. Das konnte ich doch vorhin auch schon. Oder nicht? Ach, egal. Da bist du hergekommen, glaube ich. Warte, die Melodie. Da, da. Siehst du, ist das nicht Harry Potter? Nein, das war eine Star Wars auf Fahrstuhl. Ach so. Auf Fahrstuhlniveau. Na gut, ja, also. Ja gut, dann bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Wie gemacht, mit euch sein. Servus.